Ja. Naja, lieber so als gar nicht. Da hinten gibt es noch einen Jungbrunnen, den ich gesehen habe. Wenigstens ein bisschen was. Ich meine, es gibt eindeutig die... Also in den alten Spielen gab es definitiv mehr Jungbrunnen. Jungbrunnen. Brunnen. Mehrere, ja, Brunnen. Ja, was weiß ich. Und mehr Lebensflaschen und sowas. Aber hier sparen sie ganz schön an dem Zeug. Auch wie viel die Jungbrunnen bringen. Viel weniger als die alten. Weiß nicht, ob ich das mag. Wo eher nicht. Sollten sie dann doch so im Alten behalten sollen, weil ich bin halt nicht perfekt. Man macht halt mal Fehler. Aber man wird ziemlich bestraft dafür, dass man Fehler macht. Ziemlich heftig sogar. Na gut. Wir müssten auf alle Fälle mal irgendeine Fernkampfwaffe wieder aufrüsten. Von Munition, ja. Hä? Moment mal, hier geht's jetzt raus aus dem Level? Ja, springer Deckfrosch. Ich will nicht aus dem Level raus. Hä? Was? Moment. Ich habe erst zwei von den Pilzen. Okay. Die lässt mich nicht durch, bevor ich nicht die Pilze habe. Ja, wo soll es noch Pilze geben? Da oben definitiv. Was? Leute, ich habe keine Ahnung, wie es hier jetzt weitergeht. Wie komme ich denn da hoch? Da oben ist einer. Wie komme ich da hoch? Habe ich irgendwie den Weg übersehen? Kann ich auf so einem... Ich weiß, wie ich da hochkomme. Komm mit, Baum. Komm mal mit. Ihr stalkt mich doch so gern, oder nicht? Kommt er jetzt mit? Das ist doch nicht dem sein Ernst, oder? Dass er so langsam ist. Komm mit, ich weiß, du bist ein alter Baum, ja. Bei mir darfst du mich auch mal ankratzen. Aber auf alle Fälle brauche ich dich hier hinten. Interessant, interessant. Ja, es wird dir die anderen beiden noch irgendwo geben. Zieh den Finger oben. Wieso bewegt er sich denn plötzlich nicht mehr? Wenn ich ihn angucke, oder wie? Bewegt sich? Er bewegt sich. Jetzt gucke ich ihn an. Und hört auf. Okay, ich verstehe es. Na dann. Hm. Komm mit. Funktioniert wie die Buhus von Mario. Komm, spring drauf denn und hoch hier. Gut. Zack. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Komm her. Gut. Den Hammer. Nur ein Problem. Uns fehlt immer noch einer. Jetzt ist die Frage natürlich, wo ist der? Uns fehlt noch ein so ein Fettsack. Verdammt, 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 verdammt. Ja, wenn ich mein... Da war ja noch so ein anderer Baumstumpf weiter vorne, nicht? Hier in dem Wasser ist wahrscheinlich auch nichts. Na, wohl. Wozu sollte das hier da sein, wenn es absolut nichts bringt? Wegschieben? Kaputt machen mit dem Hammer vielleicht? Anscheinend nicht. Ach, meine. Hier, da, seht ihr es da hinten jetzt hoch? Ich würde mal gern kurz die Kamera drehen wollen. Hier geht's hoch, okay. Ich glaube, Leute, wir haben es. Wird anscheinend ein ziemlich langer Part, oder ich werde ihn in zwei teilen.
Wahrscheinlich werde ich hier in zweiter Hand auf alle Fälle wenigstens eine halbe Stunde überschreitet, weil die Videos sind ja doch etwas größer. Da ist er. Gut. Gut, wir haben's. Ein ziemlich langer Level hier. Wenn man sich so anstellt wie ich. Du haust jetzt nicht ab, oder? Komm her. Oh, wieso hat das Ding so eine kleine Hitbox? Weißt du, er steht gerade nur da und ich treffe ihn nicht. Wenn man so perfekt das Vieh fangen muss. Unnötig. Das reicht es nicht, wenn ich annähernd dahin gehe zu ihm? Gott, ist das doof. Ich krieg den nicht. Gerade ich sagen wollte. Gut, dann sollten wir jetzt alle Kackpilze haben. Ab zur Hexe. Nee. Hier, komm. Ich bin jetzt mal so frei und überspringe das. Weil ich echt keine Lust mehr habe, den Cutscenes anzugucken. Brauche ich die Schimmler für irgendwas? Ansonsten steht doch der Baum hier nicht rum. Ich wäre fast so hochgekommen. Ich wäre fast so hochgekommen, aber ich brauche den Baum. Da kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Scheiß Frosch. Kack, verhinderter Kack. Drecks Arschfrosch. Bleib stehen. Du bringst mich hier hoch. Danke. Eine Lebensflasche. Oh, können wir was kaufen. Schnell Leben auffüllen. Und ein bisschen Tankkampfwaffe. Welche Waffe füllen wir denn? Ah, Heroes Crossbow, würde ich sagen. Ja, können wir ein bisschen auffüllen. Und zack, zack. Okay. Tschüss, mein Bester. Na, ich habe schon den Schild nicht ausgerüstet. Ich benutze ihn sowieso nie. Aber, naja. Man kann ihn ja trotzdem ausgerüstet haben. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich die Schattenklaue, die eigentlich ein Schlüssel ist. Korrekt. Dann sind wir im Gefilde der Schattendämonen. Die wir jetzt irgendwie freilassen müssen. Wahrscheinlich mit einem Rätsel. Ha. Frage ist, wie machen wir das? Ich weiß, auf was die hinaus wollen. Ich weiß ja nicht, ob es mir gefallen will. Wir können die drei Ringe verschieben, nicht? Ja, können wir. Okay. Also die gleichen Symbole irgendwie hinkriegen. Ach so. Okay, das heißt, wir müssten eigentlich mit Hilfe. Wie machen wir denn das? Oh mein Gott, ich habe so das Gefühl, dass das ein ganz ekliges Rätsel ist. Ja, es wäre ja eigentlich ganz gut, wenn nicht das letzte nicht stimmen würde, ne? Was mache ich? Nee, Moment. Was? Oh mein Gott. Oh, Moment mal. Jetzt drehen sich ja die alle. Ich würde es jetzt nochmal so hindrehen, wie es eben war, dass die oberen stimmen. Weil wir können ja die beiden oberen verschieben. Warte, jetzt stimmen die beiden unteren und nur das obere nicht, ne? Habe ich das richtig gesehen? Stimmt's jetzt? Sieht doch eigentlich so aus, als ob es passen würde, oder nicht? Ach so, der innere Kreis zeigt an, wo was sein muss. Fuck. Oh mein Gott, ist das ein Bums. Wie machen wir denn das nun schon wieder? Also nee, so schon mal nicht. So ebenfalls nicht. Ich will mal gucken, dass die mit dem inneren Kreis passen. So würde es mit dem inneren Kreis passen. Jetzt passt aber halt der hintere nicht.
So würde es auch nicht mit dem hinteren passen. Ich werde es einfach so lange um... Stimmt, genau, das klappt so. So lange, bis die hinteren passen. Nee. Weil ich kann ja den... innersten Ring... verstehen, wie ich will. So. Genau, und jetzt verstehe ich einfach den innersten Ring. So lange, bis es klappt. Das müsste jetzt die Lösung sein. Und? Und? Wasser wird reingelassen. Macht das Feuer jetzt aus, oder wie? Oh yeah. Oh, my brother. I take back all I said about your small head. You have done it! This fragment of the Anubis stone is like a pilgrim's money belt. Ours to take. Grab it! We're home free! Indiana Jones. Ich hab mir Indiana Jones nachgemacht. Als ob das funktionieren würde, denn. Ja, dann haben wir glorreicherweise die Schattendämonen freigelassen. Mit denen nicht zu spaßen ist. Ja, guckst du blöde, ne, denn. Ja, warum auch nicht? Für den Nubelstein kann man das ja schon mal machen, ne? Wo sind die denn langgegangen? Hier? Ich nehme an, von denen bekommen wir unsere restlichen Seelen. Also nehmen wir auch mal an, die werden sie uns nicht freiwillig geben. Was macht das wieder? Oh mein Gott, machen die einen Damage. Halleluja. Wie viel die aushalten. Oh mein Gott. Okay. Die Schattendämonen machen mir Angst. Nicht vom Aussehen, sondern dafür, dass sie so viel Damage machen. Ah, die haben so einen Drehangriff drauf. Aber ich auch. Ich glaube, das ist einfach bestmäßig mit dem Drehangriff verletze. Die verstecken sich dann. Da warten wir, bis sie wieder aufstehen. Komm an und der Batschen ist kaputt. Ja, so funktioniert das eigentlich ganz gut. Bäumchen, pass auf, ein Schattendämon. Opa, pass auf. Jetzt kommen wir eigentlich raus aus dem Level, ne? Ich meine, wir haben das... Anubis-Amulett. Wir haben so die Schattendämonen freigelassen. Aber das... kann ja auch mal dem besten Held passieren. Die grausamsten Kreaturen über das Land zu rufen. Kann schon mal vorkommen. Wo ist noch einer? Beziehungsweise, wo war der Ausgang? Der war hier unten, nicht? Ne, da unten nicht. Hier war der, links. Gibt's hier bestimmt noch irgendwo einen Dämon vom Ausgang, oder? Ich meine, einen bräuchte ich noch. Da steht auch einer. Reicht der überhaupt? Vielleicht war ja noch zwei hier. Ne, wir müssen halt gucken, wo die ganzen Dämonen sich versteckt haben. Irgendwie komisch aus, die Viecher. Tja. Dämonen halt, ne? Und wir haben 100%. Junge, junge Leute, jetzt haben wir auch nach langer Zeit den Level doch geschafft. Oh, Katzi. Mr. Zarok, Sir. Gallowmir Castle lies yonder, off the bows. Ah, the castle. Ancestral home to a long line of kings. Last relic. Of a more noble time. I've long dreamed of this moment. Oh, no. Look at that provincial decor. Aye, tis a pretty fortress. Yours for the taking. Actually, I thought I'd start with a few modifications. Open fire, Captain. Pound the walls to rubble and smash the rubble to dust. But, sir, the castle rests on a long dormant volcano. Might that not be a tad risky? Why, Captain, you might be right. Ah,
I see. Ja, okay, freut dich halt weiter. Also, Zauberg wird das alte Schloss kaputt machen, um den Vulkan ausbrechen zu lassen. Weil er nichts Besseres zu tun hat. So eine Flasche. Okay, wer will was von mir? Welcher von euch Superhelden möchte mir seine Waffe, sein Lebensfläschchen oder andere schöne Sachen geben? Schon wieder der Zentaur? Juckt mich nicht. Flaming Longbow. Gut, warum auch nicht? Ja, Leute, ich will jetzt wirklich den Part beenden, weil er geht mir eindeutig zu lang. Ich hab nicht gedacht, dass der Level so lang geht. Aber mir hat er gefallen. Ich hoffe euch auch, falls er euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, falls es nicht gefallen hat, oder schreibt ihn in die Kommentare. Ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ruby von den Gingerbread Dolphins. Bis zum nächsten Mal und ciao.